Mehr bist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Boden, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Velsa. Schmerb ist ein welsartiges Pokémon mit einem grauen, länglichen Körper. Es besitzt blaue Flossen, zwei Bauchflossen mit jeweils einem schwarzen Punkt, eine Rückenflosse mit drei schwarzen Punkten und eine runde Schwanzflosse. Das Gesicht ist mit ebenso blauen Barthaaren ausgestattet, welche ihm als Radarsystem dienen und ihm beim Aufspüren von Beute helfen. Auch nutzt es diese, um zu schmecken. Schmerbes Körper ist mit einem schleimigen Film bedeckt, welcher es vor Keimen schützt und ihm hilft, sich aus Umklammerungen zu winden. Wenn dieser Film austrocknet, wird Schmerbe stark geschwächt. Die Seiten seines Körpers sind mit schwarzen, zackenförmigen Linien versehen. Und in der Shiny-Form ist Schmerbes Körper weiterhin in einem grauen Ton gehalten. Sämtliche Flossen sowie die Barthaare haben nun einen gelblich-goldenen Ton angenommen. Schmerbe ist ein schwaches, jedoch verhältnismäßig schnelles Pokémon. Fressfeinden fällt es dadurch schwer, es zu fangen, und der schleimige Film um seinen Körper macht es ihm sogar möglich, den Schnabeln von Vogel-Pokémon zu entgehen. Gegner greift es hauptsächlich mit Wasser- und Bodenattacken an, indem es durch Lehmbrühe oder Lehmschelle mit Matsch wirft, ihn mit kräftigen Aquawellen schadet oder sie durch den Einsatz von Nassschweif mit seiner Schwanzflosse kräftig schlägt. Das Pokémon beherrscht außerdem die K.O.-Attacke Geofissur, mit der es den Gegner in eine Erdspalte wirft. Schmerbe besitzt die Fähigkeit der Dösigkeit, die verhindert, dass es in einen Anziehungsstatus verfällt. Andere Schmerbe nutzen ihre Vorahnung, die sie vor sehr effektiven Attacken oder K.O.-Attacken warnt. Seltenere Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Hydration, die es ihnen ermöglicht, sich im Regen von Statusproblemen zu heilen. Schmerbe lebt in Teichen oder Sümpfen. Es spürt Beute auf, indem es sich in Schlamm versteckt und seine Barthaare herausstehen lässt. Diese dienen ihm als empfindliches Radarsystem. So können sie selbst bei sehr dreckigem Wasser Schwingungen im Wasser spüren oder so die Beute erkennen. Sie ermöglichen es Schmerbe auch, wie ein Mensch zu riechen und zu schmecken. Sein Körper ist umgeben von einem schleimigen Film, der ihn vor Keimschutz und des Feinden schwieriger macht, das Pokémon zu ergreifen. Menschen veranstalten auf Volksfesten sogar Wettbewerbe darum, wer es schafft, mit bloßen Händen die meisten zu fangen. Wenn diese schleimige Substanz trocknet, ist Schmerbe stark geschwächt. Man sagt, sein Körper sei aus gehärtetem Schlamm entstanden. Dabei ist Schmerbe der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich auf Level 30 zu Velsa weiterentwickeln. Dieses Pokémon basiert wahrscheinlich auf Velsen. Die Entwicklung symbolisiert wahrscheinlich das Aufwachsen eines kleinen Fisches zu einem großen, starken. Hierbei erinnert Schmerbe an einen Froschwels, welcher mit seinen bis zu 50 cm Länge zu den durchschnittlich kleineren Welsarten zählt. Es ist unauffällig grau gefärbt und der Körper ist schlank und länglich. Bei der Entwicklung gewinnt das Pokémon deutlich an Masse. Die Haut färbt sich in einem kräftigen Blau und im Gesicht wachsen zwei lange gelbe Barthaare. Velsa basiert hierbei vermutlich auf einem Önamatsu, welcher in der japanischen Mythologie als gigantischer Fisch gilt und sogar dazu fähig ist, Erdbeben zu verursachen. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift, Gestein, Stahl, Feuerattacken, vierfachen Schaden gegen Pflanzenattacken und der Rest macht normalen Schaden.